when they dwindle. But it wasn't darkness that marked us with his symbol. It was Gwyn, Lord of Cinder, he's the tinder in the kiln. Destined me to be undead, at least I got an iron will. His infernal ancient fire's not eternal. Until the flame is out, I'll bear the cursed burning circle. I descended from a verdict pygmy, yet you never know it. Cause I'm crossing swords with all the lords and leaving each one soulless. But it took time until I'd learned that if I'd like to be wiser, well then I might need to die first. And then I'll be twice the fighter. Lightning fires, climbing spires, summon up some knights for hire. The divide between humanity and I is even wider. But I won't stop at any cost. I've forgotten all that I've lost as I conquer impossible odds. Even topple the strongest of gods. And a consequence of resurrection, barely feel alive. At least I got disparity preparing me to die. Me to die. Kill me, I'd like to see you try. You take my life, I fail to die. The fire's fade, now close your eyes and sing my undead lullaby. The night will fall and swallow light to fill my dark hollow inside. And yet my death is all but nigh. Sing my undead lullaby. I sing my undead lullaby. So far from life, yet can I die? This is my undead lullaby. My cursed undead lullaby. Sent to my grave, again I rise to sing my undead lullaby. The night is falling, and I hear my calling. The shadows are coming. Hey, what's up, guys? Thanks for watching our Dark Souls 1 rematch. Ja, geiles Lied eigentlich. ja, jetzt. Ich hab den. Mist, warum hat er den Sound nicht? Warum? Ungeil. Moment. Moment. Warum hast du jetzt den Sound nicht übernommen? Nicht schön von dir. Moment. Geht gleich los. Na, hast du jetzt? Ah, jetzt hat. Schon besser. Moment. So, daher. So, jetzt passt aber. Ich hoffe, der hat es gespeichert. Jo. Schaut gut aus. Folgendes. Eigentlich wollte ich erst Sonntag wieder streamen. Aber ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, ein bisschen geguckt. Ich habe jetzt auch heimlich ein bisschen gelöffelt, nur so geschätzt 13 Löffel circa. Sprich, ich habe die Zauberei auf 11 gepusht, die Kondi auf 25 und die Vitalität auf 25. Hab ein bisschen rumprobiert, die Zauberei auf 11 eigentlich nur wegen dem einen verfügbaren Zauberslot. Aus dem einfachen Grund, ich habe es rumprobiert. Diesbezüglich. Ich habe es mal ausprobiert. Also der Schaden ist enorm, was die Stärke und die Konsti angeht. Der Nachteil ist aber, wie es da steht,
Er senkt kontinuierlich die DP. Bis zu, was ich rausgefunden habe, bis zu deinem Tod. Also, was ein Stalker wieder. Die Banane. Des Weiteren habe ich auch die Waffe gewechselt. Die Waffe ein bisschen aufgewertet. Pikachu! Der Nachteil war, bei Smoke war es Ornstein. Ornstein nicht verwendlich uncharged. Springt der Sack auch einen Schritt zurück. Weshalb ich jetzt die. Wo ist denn das Kackding? Kristallhallebade hochgepusht habe. Die vom Schaden fast gleich oder höher ist wie mein Schlangenschwert. Aber mit dem Vorteil, wenn der Penner mich anspringt, wenn ich es ausgerüstet habe. Das Vorbereitung. Na, wo ist denn? Na, wo ist es? Sehr. Sprich, wenn der mich ancharged und ich wollte mit dem Schwert hinhauen, ist er zurückgesprungen und mein Schlag ging daneben. Mit der helle Bade kann ich dem gegenwirken. Hab das vorhin schon mal probiert. Der Damage ist gar nicht so ungeil. Was aber nicht das Problem behebt, dass die beiden mir letztens trotzdem gehörig auf den Sack gegangen sind. Und die innere Kraft ist echt ein zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, es steigert unheimliche Steigerung die Konsti, aber dir werden permanent und ununterbrochen die DP abgesaugt. Und widerruflich. Bis du abnibbelst. Sag ich mal so. Werd's euch gleich mal vorführen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich erst Sonntag wieder streamen. Aber da ich jetzt hier ein bisschen rumprobiert habe und ich eigentlich nicht will, dass ich die zwei Bosse durch Zufall im Offline lege, habe ich gedacht, ich mache mal schnell ein, zwei Stunden an, aber heute wirklich nicht länger. Entweder wir schaffen es in der Zeit oder wir schaffen es nicht. Und ich will das Ganze auch erstmal ohne den NPC ausprobieren, da wir ja nur noch drei Menschlichkeit haben. Wenn ich jetzt aber auch keine Lust habe, komplett zum Anfang zurückzulaufen, um welche zu fahren. Ja. Ich zeige euch, was ich meine mit der inneren Kraft. Wir machen erstmal ohne. Das 278 macht. Ja. Wie soll es anders sein? Der zweite geht mich wieder auf den Sack. Kannst du dich einfach deine Ecke chillen, bis du dran bist, ne? My boy. Ach, komm, geh weg. Ja, komm, geh wieder. Ja, ich weiß, das Stream ist dann an. Ihr müsst wieder rumspinnen. Die ganze Zeit ging es offline gut. Komm, geh weg. Hopp, Pissu. Hopp, pst. Mach dich weg. Okay, da kommst du als erstes, mir auch egal. Oder auch nicht. Da lebt er noch. Nur, dass ihr mal seht. Der Schaden ist um die 250, 280, was ich jetzt gesehen habe. Wir gucken nochmal. Natürlich. 270. Jetzt aber mit der inneren Kraft. Moment, lass mich mal kurz zurück. Ist der Nachteil halt wirklich. Was sieht's an den DP? Die werden und werden einfach nur leer. Aber der Schaden ist um einiges höher. Hallo Lorilein. Aber der Nachteil, man sieht, die DP, die gehen leer und gehen leer und gehen leer. Was kontraproduktiv sein kann. Aber der Schaden ist halt wirklich schweinisch hoch beim Boss dann. Wie, selbst hier bei denen ja. Zack.
Ja, sieht das, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man nicht aufpasst, sind die TP schnell leer, wie man schauen kann. Ist der einzige Nachteil bei dem inneren Kraftskill. Ja. Wir probieren es jetzt einfach nochmal ganz komplett ohne MBC. Erstmal ohne die innere Kraft. Vielleicht klappt es ja. Wie gesagt, und ja, ich habe fast 13 Löffel gerade eben offscreen gelöffelt. 13. Das sind viele Szenen. Gesetzt 20.000 pro Löffel, also ja, waren viele. Was aber schnell ging, eine Stunde war ich fertig. Ja, nee. Erst das Ding wieder hoch. Ah, immer wieder vergesse ich's. Oh. Und ich habe gemerkt, die Rüstung von Havel, ja, sie ist toll. Die hat eine enorm hohe Def. Aber dein Movement ist einfach für den Arsch. Und deine Ausdauer auch. Wenn sie dich verfolgen, kommst du nicht mehr weg. Und der Dicke, wenn dich böllert, hilft dir auch die Rüstung von Havel nicht mehr. Nein. Wir probieren es einfach. Vielleicht schaffen wir es ja. Schaffen wir es ja ohne unseren Solaire. Der ziemlich versagt hat. Ja, natürlich. Einer muss immer sein, ne? So. Let's try. Also wir werden es gleich sehen, auch ohne die innere Ruhe ist der ordentlich da, der Schaden. Und ich kann dem echt gegenwirken, wenn er wegspringt. Außer der kommt wieder. Da müssen wir kurz weg. Ja, genau das. Und natürlich kommt dann der Kleine wieder angeschissen. Ich glaube, das wird echt mein Hassboss Nummer 1 in Dark Souls. Nee, lass es. Da kommt der Dicke wieder. Jeder sagt, mach den Kleinen zuerst. Mach den Kleinen zuerst. Der Große ist nicht so schnell. Der rennt bei mir irgendwie andauernd. Hier ist da. Kommt euch wieder. Natürlich. Vor allem du, ne? Kannst durch die Steine durchschießen. Mhm. Also, ich verstehe es nicht. Komm. Lass mich doch mal ein bisschen auf Range. Nur ein bisschen. Lass mich doch nicht gleich immer so dumm. Ja. Der Große ist gar nicht langsam, ne? Wie immer alles sagt. Der rennt mir down hinterher. Ich hab Käfer. Egal. Wäre ja auch zu schön, wenn der erste Versuch gleich so laufen würde, wie ich es mir gedacht hätte. Also ich weiß nicht, der Große ist bei mir permanent am Rennen. Ich weiß auch nicht. Ach so. Funktioniert der Dead Counter? Ja, funktioniert. Super. Ach ja, wir versuchen es einfach ganz gechillt. Und ich lasse es. Wäre der Weg nicht so lang, könnte man den 1-2 Stunden, die ich eigentlich nur streamen will, ein paar Bossgänge mehr machen. Also die Waffe ist schon nicht schlecht. Wenn der her springt und zurück charged, kannst du ihn trotzdem noch erwischen.
aber wie beim letzten Mal schon, ist der nervigste von den allen einfach nur der Dicke mit seinem kleinen Hammer. Soll auch der wirklich nervigste Boss in ganz Dark Souls sein, habe ich auch gelesen. Wenn du dir einmal geschafft hast, du bist ja nur ganz glatt, ist recht. Nicht mal so schlimm sein angeblich. Aber das glaube ich erst, wenn ich sehe. Warum rollst du zweimal, wenn ich einmal drücke, ha? Bisschen dumm oder so, ha? Na komm. Komm, charge her, wäre voll geil bei dir. Natürlich tust du es nicht. Ja, das kommt der Dicke wieder, das müssen wir weg. Ja, aber ihr seht, was ich meine. Das Spiel noch nie wirklich außer Darkseid, das Asche über den Haupt. Nö, Leute, eigentlich nicht. Dark Souls ist auch nicht jedermanns Sache. Wobei Darkseid das. Du mit Dark Souls eigentlich nicht vergleichen kannst. Darkseid ist eine komplett andere Richtung. Ich kenne Darkseid, ich habe sie alle 1, 2, 3 und der Ableger, was jetzt rauskam, 4 Teile gespielt. Und es ist nicht dasselbe. Darkseiders ist teils eher, ja, schon Boss-Taktik, aber mehr Hack and Slay, sage ich jetzt einfach mal. Wobei der vierte Teil, was jetzt rauskam von Darkseiders Genesis, eher so ein Diablo-Abklatsch ist, sage ich mal. Ist nicht schlecht, aber eher so ein Abklatsch. Aber ja, Dark Souls zeichnet sich einfach aus, dass die Scheiße knüppelhart ist. Genauso liebe ich es so. Auch wenn ich nach mehr Versuchen im Strahl kotze. No. Schon wieder Leute zweimal. Aber wir haben ja gerade gesehen, den kleinen Ornstein, den haben wir schnell runtergedrückt. Wird uns der Große nicht so hart auf den Zeiger gehen. Wenn er jetzt herchargen würde, könnte ich ihn, bevor der Große kommt, 1, 2 verpassen. Ja, und da kommt er. Und weg. Ja, nee, dich will ich. Nicht den Dicken. Ja, jetzt kommt der wieder. War abzusehen. Komm, geh weg, Fetti. Dich war keiner. Hast du es doch nicht kapiert? Oh, geh doch weg. Das mag auch keiner. Ach, das du Pimmelkopf, ey. Ich sage ja. Bei der Waffe ist gar nicht so schlecht. Durch das, dass der wegspringt, komme ich mit der Lanze trotzdem noch ran. Oh, jetzt kommt erstmal Fetti mit Fett.
Guck mal, wie es mit dem jetzt wird. Das bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist die Angel? Nur nicht einkesseln lassen von dem kleinen Sack. Genau auf das muss ich höllisch aufpassen. Weg von der Säule. Boah, das ist Art eine Range, ne? Okay, ich muss da weg. Genau deswegen, hab's gewusst, du Penner. So, weg von der Säule. Weg von der Säule. Oh, dein Ernst? Easy. Second try. Genau, Kackvogel, ey. Ging ja besser wie gedacht. War die Idee mit der Hellebarde doch nicht so ungeil. Ich höre was. Aber was? Jetzt kann ich eigentlich erstmal das Ding wieder wegtun. Wow, zweiter Versuch und das ohne MLC. Ich kann alles töten jetzt, bis ich beim nächsten Boss bin und wieder eines Besseren belehrt werde. Wo muss ich jetzt hin? Hier ist nichts mehr, ne? Oh, dahin. Ach, dahin geht's lang. Ah. Runter bin ich euch. Okay, da geht's lang. Und dahin habe ich gesehen, geht's lang. Die Frage ist. Mal gucken. Und ein Bonfire. Ja, wer hat's gedacht? Come to me, baby. Boah, die 50k Seelen, die müssen wir gleich ausgeben, ey. Boah, will ich weiter auf Stärke gehen? Uns fehlt wirklich knapp 1k Seelen, ohne Witz. Stärke bringt auch nichts, bei Stärke sind wir fast am Hardcap. Da macht die Waffe nicht mehr viel.
Ich gehe mal der Konsti weiter. Aber erstmal gucken, was hier noch ist. Da war der andere Aufzug. Na, 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 da. Oh mein Gott, Galaxy wird mich verprügeln, dass er es nicht gesehen hat. Das darf ich mir wieder tagelang anhören. So. We open the door. Oh my God. We know, wer das ist. Gwendolyn. Oh. Mädchen, ein Kilo weniger Silikon hätte es auch getan. Aber die Mucke ist toll. Für dich tue ich alles, für dich knie ich fünfmal nieder. Ja, eine Gwendolyn Guinevere, okay, so rum. Ja, endlich das Herrschergefäß ist, Gott sei Dank, das beste Item im ganzen Spiel, ey, was du brauchst. Ja. Ja, wir könnten das tun, aber wir müssen es nicht. Komm doch mal. Einfach. Der Riesenteileweger, die hat einfach zwei Argumente. Oh. Okay. Ja, das haben wir gerade. Aber welchen Eid kann ich bei der leisten? Eid, Wache der Prinzessin. Okay, wir machen es einfach mal. Ich weiß ja auch nicht. Okay. War nicht in Anor Londo eine Statue mit dem Hinweis, wo es gehießen hat, ihr braucht Ring? Ist das nicht der vielleicht? Ja, ich gehe meine holde Schönheit mit zu viel Silikon im Busen. Okay. Versuch's mit beiden Händen halten. Was? Distanzkampf? Hallo? Nee. Aber der Ring. Was war das, Hornissen? Ring der Sonne. Verstärkt Wundersynergie. Aber das Schöne am Herrschergefäß jetzt ist das hier. Wir können endlich zwischen den ganzen Feuerbrandschreins teleportieren. Wir müssen diese ganzen Scheißwege nicht mehr laufen. Wobei, so viele Bonfire sind es gar nicht. Das sind nur die Hauptbonfire, wie es ausschaut. Wir gehen mal komplett zurück. Ich muss mal was gucken. Wir haben ja in Anor Londo am Feuerbrandschrein diesen Typi gekillt. Vorher aus Gründen. Wir gucken gleich mal. Der war... Oh Gott. Der saß hier. Da, den haben wir gekillt. Aus Gründen hätten wir den nämlich hier, den hier, der hier war, nicht getötet. Hätte der uns unsere Feuerhüterin getötet.
Und dann wäre dieses Leuchtfeuer da oben nicht mehr angewiesen. Was aber nicht schlimm gewesen wäre, hätte der die getötet, würde hier ein Item liegen, wo du, glaube ich, in die Welt zurückreisen kannst, wo der ihr Mörder war, die Feuerseele wiederholen und sie wiederbeleben. Wenn ich mich richtig erinnere und richtig nachgelesen habe. Aber anscheinend glauben wir das nicht mehr. Die Frage ist jetzt allerdings. Wohin jetzt? Arnor Londo, Kammer der Prinzessin. Ich will mal nach ganz am Anfang nach Arnor Londo. Ich will da noch was erledigen. Ich hoffe, das ist der richtige. Genau, was auch ein Problem ist. Die hier, habe ich nachgelesen. Können wir rein theoretisch töten. Aus dem einfachen Grund, wenn wir in irgendeinem Spielfortschritt weiter sind, greift die uns sowieso an. So oder so, ob wir Bock haben oder nicht. Nachteil, das Feuer, das hier, ist nie wieder anteleportierbar. Der andere Vorteil, soviel ich weiß, lässt sie eine Feuerhüterseele fallen. Ob es jetzt ein Fehler ist, werden wir gleich sehen. Ich versuch's einfach. Bist du dein Schwert aufgeladen, das Mädchen, ne? Bist du Rip? Ja, ich habe mich ein bisschen durchgelesen, weil es gibt so viel, was du einfach nicht weißt. Eigentlich müsstest du es einer fallen lassen, oder? Richtig. Sprich, ja, das geht nicht mehr. Scheiße, ne? Okay. Sterben wir nicht dran. Die Frage aber jetzt hat. Wo? Ja, wo? Und ich habe kein Ding mehr, ne? War ja so klar. Okay, dann müssen wir uns schnell zum nächsten Bonfire durchknüppeln. Ist ja nicht schlimm. War ja, glaube ich, gar nicht so weit. Und die hier greifen uns ja auch nur an, wenn wir ihnen so nahe kommen. Ja. Da war nichts, da war nichts. Oh Gott, wo war denn jetzt der Weg? Junge, du müsstest aber kurz weg. Ich muss mal da hoch. Bitte. Stell dich doch nicht so an. Danke. So, jetzt haben wir unsere Seelen. Unser nächstes Level ab ist auch sicher. Ja, eigentlich wollte ich ja nur den Boss machen, ne? Aber. Okay, hier ist also immer noch zu. Da jetzt hier aber immer noch zu ist, frage ich mich, wie kommen wir weiter? Ne, auch nicht. Ja. Wo ist der Ring wieder? Habel, 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 Habel. Habel. Da. Also wenn der Weg hier noch zu ist, dann müsste der im Grab des Wesens eigentlich auch noch zu sein. Die Frage ist jetzt aber, wo geht's weiter? Nach Arnor Londo. So, hier geht's nicht. Hier geht's ja nicht mehr lang, ne? Ja, ist zwar schön, dass wir jetzt die Feuerhüterin getötet haben. Ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz zurück. Ganz, ganz weit zurück. Bonfire. Oder. Wir quälen und suchen uns jetzt. Das war so klar. Nochmal zum nächsten Bonfire durch.
Derzeit kann ich überlegen, wo ich hin müsste, sollte, könnte, dürfte. Ich weiß, dass wir noch Sif offen haben, den Boss haben wir noch offen. Das DLC ist noch offen, wo ich aber glaube ich noch nicht hin kann. Das Grabmal des Riesen kamen wir auch nicht durch. Das war versiegelt wie gerade eben da oben. Das Nest. Boah. Gute Frage, wo muss ich denn hin, ey? Ich hab zwar das Herrschercafé, so kann es rumteleportieren wie ein Otto. Aber ich habe gar keinen Schirm, wo ich hin muss. Erzählt ja Dark Souls ja auch nicht wirklich. Aber da drüben geht es wieder hoch. Ah, da geht es ja gleich zum Bonfire. Sehr schön. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen so Story und Sidequests noch durchlesen. Weil in Anor Londo hier war ja auch ein Gemälde noch. Wo es einfach hieß, Mechanismus geht nicht, bla bla bla. Ich muss, ob ich das wieder finde. Oh ja klar, was war denn das jetzt? Bist du total bescheuert, Junge? Die Dämonenruinen habe ich noch. Wo dieses komische Dämonenviech ist. Das habe ich auch noch offen. Ja, das ist Bonfire. Geschafft, ja. Schön. Dann gehen wir nochmal auf Konsti. Katakomben der Giganten. Die Tiefen. Steindrache? Steindrache? Was war eine Steindrache? Finstermondgrab? Es gibt gar nicht so viel Leuchtfeuer wie die, was es eigentlich gibt. Was war denn der Steindrache? Muss echt mal gucken. Bin nicht das, was ich mir denke. Aber wenn doch, das könnten wir auch noch machen. Stimmt, da war auch noch was. Der Aschesee. Oh, ich liebe diese Melodie immer noch so sehr. Was ich auch nicht wusste, wo mich mein lieber Mod daran erinnert hat. Oder mir gesagt hat, wusste ich auch nicht. Du kannst dem hier den Schwanz abschlagen und bekommst ein Schwert. Und er bleibt trotzdem noch nett zu uns. Danke. Aber jetzt gucke ich mir das Teil mal an. Drachengroßschwert. Lol. Oh Gott, der Damage, ey. Oh, 50 Steige und skaliert halt auf nichts. Ich will es dir nochmal angucken. Komm mal her. Ja, ich weiß, dass meine Steige nicht ausreicht. Oh, lol. Huh. Nein, ich hätte... Nee, nee, ich will nicht in Sachen angreifen. Alles gut. Boah, das macht einen Schaden, das Ding, ey. Okay. Aber wie gesagt, 50 Steige. Ja, 50 Steige werden wir, glaube ich, so oder so noch gehen. Allein wegen Harvids Schild, das noch 50 Steige braucht, um wirklich voll tanky zu gehen. Wo ist denn jetzt mein Schwert schon wieder? Mann. Hallo. Da ist zu viel Scheißdreck drin. Na, where you are. Da, danke. Das war jetzt der See hier. Kammer der Prinzessin war das. Arno. Nach Arno London können wir doch gar nicht mehr teleportieren eigentlich, oder? Wegen Frau tot. Die Tiefen gibt es glaube ich nichts mehr zu tun. Die Kammer der Prinzessin war das gerade eben.
Was ist das Finstermondgrab? Ah, hallo. Ach, das ist das in Arno Londo. Braustring. Das glaube ich immer noch nicht ganz. Mit Braustring. Welchen? Ich habe zwar einen von Guinevere bekommen. Ja, nicht Gwendoline, Guinevere, jetzt weiß ich's. Ja, Ring. Hab ich. Ein Ring. Ring. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir da echt mal durchlesen noch. Habel, 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 Habel. Da ist er. Okay, das war Feuer. Alalondo. Die Tiefen. Gemeinde der... Gemeinde der Untoten. Müsste doch... Müsste doch... Lass mich... Oh Gott, es ist hier. Oh mein Gott. Das müsste eigentlich die Katakomben. Lasst auch bitte nicht ganz oben, aber, oder? Potz bin ich nicht ganz nach oben jetzt, ne? Nein, da unten. Ich kann das höchstens mal gucken. Die Pyromantie muss ich kurz wegtun. Gott, wo war denn der Weg? Aber ich glaube nicht, dass da offen ist jetzt inzwischen, oder? Der Weg. Ich kann mal gucken, aber da oben der Weg in Arno Londo auch noch verschlossen war, glaube ich nicht, dass der jetzt offen ist. Vor allem, ich weiß ja gar nicht mehr, wo es lang geht. Ach, da warst du, kleine Kackplatze, wieder? Keine Ahnung. Muss einfach mal gucken. Aber schau, wie wir jetzt gegen die ankommen. Da haben wir ein bisschen gelöffelt haben. Easy. Gott sei Dank. Die gehen uns ja hier auch ewig auf die Nerven. Ja, ich höre dich doch schon. Komm her. Oh, der teilt immer noch aus, ey. Bogenschütze, geh weg. Oh Gott, ja, stimmt ja. Da ging es ja nicht lang, außer der kleine Scheiße ja. Dann ging es ja unten lang, glaube ich. Glaube ich. Ach, da war ja noch Hundi, stimmt. Ich glaube, da ging es da lang. Da lang? Ich weiß es nicht mehr. Hör auf abzuwehren. Uff. Gott, wo ging es lang, ey? Ja, tschö. Besser kein Fallen kannst du mir nicht tun. Ja. Gott, wo ging es denn jetzt lang? Oh, bist du nicht tot oder was? Willst du mich verarschen? Danke. Ging es denn da runter? Da sind viele Blutflecken. Ja. Komm nur ein. Weil ich weiß, das sind drei, ne? Aber muss man da überhaupt hin? Nicht? Da lang, glaube ich. Oh Gott, ich weiß das alles nicht mehr. Ich laufe schon wieder im Kreis, oder? Und wenn man das dazu ist noch. Da ist natürlich ist dazu. Boah, wo muss ich denn dann hin? Wenn ja auch noch zu ist. Für Möglichkeiten gibt es doch gar nicht mehr.
Ja. Wir haben im Endeffekt nicht einen Aschefürsten noch. Quinn, Nito, der Hexer von Isalis und Gwendolyn, wenn ich mich nicht täusche, heißt die, glaube ich. Boah, wo bist du da jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Moment, 9000 Seelen, ne? Scheiß drauf. 9000 Seelen kann ich in Anor London mit ein, zwei Viechern wieder machen. Scheiß auf die Seelen gerade. Das ist nicht viel mehr. Das ist ein Witz. Danke. Aber ich frage mich echt gerade, wo ich hin muss. Und in Sens Festung ist ja auch der Gefangene noch. Öffnet Kalger das Asyl Ost. Statt der Untoten endet normalen Gefängniszellenschlüssel. Der Zweck des Schlüssels unbekannt. Neue Londorin-Schlüssel? Schlüssel zum Öffnen des Eisenskitters zwischen den Ruinen von Neu-Londo und des Drachentals. Ja. Ich glaube, den habe ich schon benutzt, den Schlüssel mal, ne? Aber ich weiß gerade echt nicht, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Überhaupt nicht gerade. Das Herrschergefäß ist zwar geil mit dem Tiernetz, aber das bringt uns auch nicht überall hin, ne? Gute Frage gerade, ne? Ohne Witz. Wie gesagt, wir haben Sif Hammer übrig. Den Boss in den Wäldern hinten. Den Schwanz von dem Drachen haben wir jetzt abgeschlagen. Den haben wir gemacht, das Schwert. Wie gesagt, DLC weiß ich noch nicht. Muss ich wirklich erst gucken. Grabales Riesen können wir nicht machen. In Anor Londo ist auch noch zu. Dann wäre jetzt noch in den Dämonenruinen wäre jetzt noch dieser komische Boss, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hinkomme. Boah. Dark Souls nimmt dich halt nicht an die Hand, ne? In den Tiefen war auch nichts mehr. Da kam es nach Schandstadt, aber Schand. Boah, mal nehmen wir was gucken. Toll, nicht die Tiefen. Der Idiot! Da wollte ich gar nicht hin. Nee. Da, aber das Schöne, ich kann jetzt in den Tiefen farmen. Gott, wie kam ich nach Schattenstadt nochmal? Nach Schattenstadt gibt es gar keinen Port, ne? Ich will mal was gucken. Und wo wir auch noch hin konnten, ist... Da war ich noch nicht mal ansatzweise. Hier ist aber auch nichts weiter oder keiner mehr, ne? Der Rabe wacht immer noch über uns. Wer schnarcht denn hier schon wieder? Oh, I'm sorry. Sometimes I lose my... Hä? Kaufen? Was kannst du bei dem kaufen? Oh, so... Ich suche ja auch einen bestimmten Zauber. Weiß nicht, ob es den ja auch gibt.
Oh, Alter, wer kürzt denn hier mir so ein Ohr ab? Junge. Ja, toll. Toll. Da war der Kleriker. Stimmt, du konntest ja die Dinge hier umwandeln. Nee. Stimmt, Eisenfleisch verstärkt Abwehr und Widerstandskraft. Wäre vielleicht auch noch geil gewesen, aber jetzt haben wir den Boss ja down. Blitzschweiß. Vor allem hat Feuerschaden. Anscheinend gibt es das hier gar nicht. Anscheinend gibt es hier gar keine Waffenverzauberungen. Ich kenne das zumindest aus Dark Souls 3 so. Jetzt weiß ich, was hier so schneit. What the... Der war... Der war doch nie da. Da war doch ein See hier. Warst du den Wurm her? Was denn für ein Doldi, ey? Wenn ich den jetzt auf die Fresse hau, killt er mir, oder? Hallo, hey, mach auf! What? What the fuck? Oh mein Gott. Nee, lass mich gehen. Macht ja nichts. Oh Gott! Ich wollte eigentlich da links runter gucken zu den Londo-Ruinen. Was bist du? Oh mein Gott. Was it you who rang the bell of awakening? Ich habe zwei Glocken geläutet. Serpent, King Seeker Frakt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn. So that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. What the? Mahlzeit. Oh mein Gott. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. Alles klar. Aber das Herrschergefäß, aber. Das brauche ich zum Teleportieren. Wie, ich darf hinterher nicht mehr teleportieren. Ich verprügel die Schlange. Okay. Jo, klar. Das Ding habe ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Bestimmt in der Hosentasche, ne? Ach, jetzt gehen diese Teile hier auf. Äh.
Wo ist denn das? Das ist doch unten bei Queda gewesen. Herrschergefäß, Seelen da bilden? Keine da bilden. Oh, da muss ich die Fürstenseelen anbieten. Das eine Tor kennen wir, das war in den Katakomben. Das andere Tor war jetzt in Anna Londo. Wo war denn das dritte Tor jetzt? Das hat ausgeschaut wie Schattenstadt unten bei Quelak, dem Boss. But wie kam ich doch mal dahin? Ich glaube über... Boah, über die Tiefen konnte ich hin und über den Kackwald konnte ich da, glaube ich, hin. Von zu dem Wald. Erst gucken, was der hier will. Ob der noch was sagt. Boy. Very well. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next. Ach, du sagst ja, was ich machen muss, oder? Fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Brave Lord Nito, the Witch of Isolis, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, vier König von Eulon. Lord Gwyn's former confidant, Seath, the scale. Ach, stimmt, Seath. Aber was ist mit Gwendolyn? Ja, Moment, das war... Ich habe nichts gesagt, dass ich zurück will. Es war... Stimmt, es war Seath, der Schumpellose war einer der Großfürsten. Es war Gwyn, es war Nito. Aber die vier Könige? Ach ne, war Isalis, aber es waren dann vier. Aber wer sind denn die vier Könige? Es gab doch nur vier. Mal davon abgesehen hatten laut Lore nur Gwyn, Nito, wer war es? Gwyn, Nito, wer war es noch? Ich glaube, die Hexe von Isalis und ein Unbekannter. Der Zwerg in den Ruinen. Frag mich jetzt nicht, wie er heißt. Okay, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist auch die Lore und das Spiel ein bisschen anders gemacht. Wo war jetzt das der Portpunkt? Ah, genau. Da war Sens Festung. Zu dem Wald ging es doch. Hallo Schmidt. Da lang, oder? Ach. Ja. Ich glaube, von hier aus konnte ich auch zu... Na, ihr seid sowieso nur Opfer. Aber die lassen aufpassen, lila Moos fallen zum Entgiften. Und einmal rechts rum. Ich suche bloß gerade den einen Weg, den wir gesehen haben, gerade beim Freischalten von den Toren. Die 1, 2 weiß ich ja. Und ich bin der Meinung, das dritte Tor war in Schandstadt unten. Aber bevor wir das tun, will ich schnell mal was anderes gucken gehen. Ich weiß nicht, ob wir das schon triggern können. Mal gucken. Zack.
da lang, ne? Ich dachte, die Hydra ist ja tot. Die gehen uns hier nicht mehr auf den Keks. Okay, aber die Golems sind noch da. Also müssen wir die Golems schnell wegmachen, weil sonst nerven die uns hier. Okay, ist halt auch nicht mehr schwer. Sehr schön. Oh Gott, 200 Seelen. War das damals viel? Zweimal. Und du? Ja, war klar. Was ich allerdings nicht wusste, ich weiß nicht, ob es stimmt, wenn ich jetzt sterbe, kannst da hinten entlang laufen. Wenn du zu weit reinlaufst, fällst du runter, bist tot. Aber ich meine mich zu erinnern, dahinter müssten ein Kristallgolem spawnen. Wenn nicht, angeblich auslocken und wieder einlocken. Mal gucken. Aber wahrscheinlich, wie es ausschaut, habe ich schon wieder Pech. Ach nee, da ist er, guck. Ist ein bisschen härter wie die anderen. Mal gucken. Du kannst dich ja kaum bewegen. Ja, was heißt härter? Okay, da halt aus. Okay. War doch nicht so schlimm. Sieh an. Eine junge Dame. So, it is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseo. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? Natürlich bin ich so nett. I am pleased beyond words. Then I shout. Engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Patsching. Ich glaube, wenn wir zurücklaufen, müsste es ja nochmal da spawnen. Wir haben jetzt aber auch nicht Sichtweite, oder? Oder habe ich es jetzt wieder nicht gesehen? Das hier. Wieder ein Troll, hä? Wir haben jetzt auch nichts gekriegt, ne? Wo ich zufällig nicht gesehen habe, ne, ne? Hm. Weiter? Weiß ich es noch nicht, ganz ehrlich. Aber wir haben das schon mal gemacht. Ich glaube, das kommt später irgendwann. Oh, Alter, läufst du ja langsam. Ablauf, Junge. Dam. Seit wann ist da eine Leiter? Bevor ich da auch gehe.
ist, sollte wahrscheinlich nicht, ne? Also doch, wusste ich's doch. Was macht ihr jetzt wieder? I am Dusk of Ulysseo. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. Oh, Gestenlärm. Tiefe Verbeugung. Ja, nehme ich doch. For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home, I was taken, banished to a plane of distortion. It was there. But thou came to my rescue, long after I had relinquished all hope. So gleeful was I. My faith reneweth. Och, du meine Güte. Elfenbein. Beschleuniger. Zauberei. Oh, Zauberei ist einfach nicht mein Ding. Obwohl ich ohne Witz, wenn Dark Souls durch ist, irgendwann mal wirklich rein auf Mage probieren würde. Nur aus Just for Fun. Aber was ist denn das hier, ey? Ah, lol. Unsichtbarkeit? Okay. Reparatur. Ja, Zauber der... Die Waffe und die Rüstung werden repariert. Auch geil. Wo einer Zauberflotte landet. Macht rechte Waffe unsichtbar. Warum? Warum sollte man jetzt Waffe unsichtbar machen? Okay, mehr hat sie nicht. Okay. Sorceries are, what doth one say? They're somewhat of an approximation. Thine sorceries are more straightforward, negating all but thyself. Dost thou not find some fascination in these discrepancies? Nee. The sorcery, it would like... Okay, mehr sagt sie nicht. Wait, where are you? Ah, what then? Thou hast returned. Ja, was ist denn? Ja. Darf ich jetzt gehen? Okay, darf ich jetzt gehen. Danke. Okay. Wie das dir jetzt hier allerdings weitergeht, habe ich keine Ahnung. Ich guck mal jetzt mal, was die Leiter ist. Wo kommt man da hin? Leider, where you are. Wir kommen bestimmt im Wald bloß wieder ganz hoch, oder? Oder? Wir kommen dahin, wo ich im Wald die ganze Zeit nicht hinkam, wo ich auch nicht wusste. Oh Gott, geht das weit hoch. Hoch, 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 hoch. Alter, wie weit geht's denn hier hoch? Okay. Jetzt bin ich gespannt. Da geht's auch hoch. Okay. Was liegt da? Die Seele. Ich schaue mir wirklich aus wie die andere Seite, wo das Item umlag, wo ich nicht hinkam. Finsterwurz Garten schon wieder? Aber von welcher Seite?
Welche Seite ist denn das hier? Ich habe keine Ahnung, ich gehe jetzt mal da hinten weiter. Ist das der Wald hinten bei dem Boss? Mal gucken. Stimmt, und im Wald war ja auch noch eine Ecke, wo ich nicht hin bin, zwecks scheiße Kackgegner, wo ich gerade davon rede, da sind sie ja. Diese Kackviecher. Bin ich denn jetzt hier? Da kommt doch schon die Kack, die Kackratte. Oh, da kommt er. Oh Gott, springen könnt ihr alle, ne? WECH, weg! Ich habe echt keinen Schimmer, wo ich bin. Aber wenn ich da bin, wo ich denke, sind hier noch mehr. Ich sag's gerade noch, ne? Ich sag's gerade noch, kommt der hier angeroffelt, ey. Ja, und da kommt der zweite. Ich wusste doch, dass hier mehr waren. Jetzt muss ich aufpassen, ey. Oh Gott, zwei sind mir einer zu viel. Definitiv. Da weiß ich auch genau, wo ich gerade bin. Weiß ich genau, wo ich bin. Ja, einer reicht. Ich brauche den zweiten hier nicht. Nein. Das war so klar. Nein, nein. Au. Nein, nicht beißen. Nee, nee. Wo ist der andere? Der andere ist Lowlife. Ja, wo ist der andere? Da ist er. Wow. Easy. Ich glaube, ich bin bestimmt in diesem Waldeck, wo es rechts reinging. Bist du doch sogar in der Nähe von dem Boss sein. Glaube ich. Meine ich. Sicher bin ich mir nicht. Oder? Ja doch, natürlich. Der Boss. Dein ist der Boss. Aber will ich den jetzt probieren? Eigentlich wären wir schon mal hier, ne? Und 8500 Seelen zu verlieren ist eigentlich nichts. Wobei ich dann wirklich... Obwohl, wo 7 Flakons? Ne, guck mal. Ja, ich weiß, dass man hier... Hier kann man sich hochglitschen und kann den Boss außerhalb von der Arena mit Pfeilen abschießen. Man muss aber nicht sein. Wir probieren es einfach mal. Komm her, Sif.
Irgendwann da oben. Gott, ist der inzwischen easy. Ich glaube, ich hätte schon längst machen können, oder? Oh, ich hab's verstehen. Wenn er dich erwischt, macht er Mörderschaden. Ja, gerade eben das. Deswegen immer dranbleiben an ihm. Ernsthaft? Obwohl hinter dem Boss eigentlich eine harte, traurige Geschichte versteckt ist. Weil der Hund eigentlich die letzte Grab- und Ruhestätte seines Herrchens, wo wir gerade den Ring herbekommen, Artorias bewacht. Hier. Ausrüstung. Haben wir doch gerade einen Ring bekommen, ne? Da. Ermöglicht Abgrundschreiten. Hä? Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Die Geschichte gehört übrigens zum DLC. Genau wie Artorias ist ein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiben. Was für ein Abgrund? Keine Ahnung. Ich denke, wir werden es erfahren, aber hey. Es haben wir den optionalen Boss auch noch geklärt und wir haben wieder 48.000 Seelen. Gab's hier noch irgendwas? Mensch, wir machen ja richtig Progress in den 1,5 Stunden. Was mir aber auch können, was ich jetzt dort glaube, ist oh ja, die müssen wir auch noch abgeben. Ups. Wir können durch die Seele von Sif ein Schild herstellen, wo, glaube ich, extreme Haltung hat. Also, oder ich glaube zu meinen, du kannst eine Waffe herstellen, wo du in Neu-Londo, da wo ich eigentlich vorher hin wollte, bevor ich diese verdürrte Schlange gesehen habe, die Geister, glaube ich, töten kannst. Wie gesagt, ich habe viel gelesen, aber habe es nie gesehen. Wir gucken mal. Mal abgesehen muss ich jetzt hier... Oh, ne, Pilze. Ich habe den Pilz verbiegt. Nee, ich mache euch Pilze nicht. Nee, komm, geht weg, ihr Pilze. Ihr habt mich bei Dingen schon genervt, ey. Waren hier nicht auch die anderen Gegner? Stimmt, hier waren diese nervigen Dudes. Sollten aber inzwischen... glaube ich, auch kein Problem mehr sein. Oh Gott, was bist du denn? Was treffe ich heute für komische Sachen? Eine Kackschlange, die mich frisst und wieder ausspuckt? Was bist du denn jetzt da oben? What the hell? Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorias? Lol, ja. Legend of Artorias are none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Ich will aber. Nee. Is outmost heathenish and gross.
Nicht böse sein. Wie schädlicher Feigling. Aber. Habe ich was Falsches gesagt? Blöde. Was heißt Feigling? Willst du mich verarschen? Pass auf, Charmeur. Das kennt Charmeur, das ist eine Kackkatze, die wieder rumzickt. Ja, hinfort, ich hau hier auf die. Ich kann wetten, ich habe alles versaut. Irgendwas habe ich verkackt, hundertprozentig. Die lebt aber noch. Na, guck mal an. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Ich hoffe... Ja, du hast mich jetzt gesehen, ne? Da kommt auch noch ein zweiter. Oh meine Seele will ich nicht verlieren. Ne. Die Seele hole ich mir wieder. Wollt ihr mich... Die Szenen hole ich mir jetzt wieder. Was ist denn da los heute? Ist eine Kack. Oh Gott. Kackkatze. Wo das war, weiß ich ja. Da sind wir schnell wieder da. Nur von der anderen Seite. Ach, ich bin doch dämlich. Moment, nein. Nochmal zurück. Zurück. Ich hab was vergessen. Sag ja, was ist da los? Wurm? Jetzt eine Katze, die mich als Feigling betitelt, nur weil ich gesagt habe, nö, ich will trotzdem. Du verarschen ja. Aber wir können die Ausrüstung wieder wechseln. Das kommt mir wieder so schwer vor. Ja. Da haben wir die Feuerhüterseele. Ist unser Estus-Flakon jetzt auf 2. Das heißt, die Heilwirkung ist dementsprechend höher jetzt. So, jetzt aber. Teleportieren, Gemeinde der Toten. Ich will jetzt eigentlich nur meine Seele wiederholen. Will nochmal nach Schandstadt gucken. Ob ich richtig lag, wo dieses Tor ist. Dieses dritte. Aber jetzt muss ich erstmal meine Seele wiederholen. Kackviecher, ey. 48.000 Seelen will ich wieder haben. Achso, ohne Waffe wird das nichts. Das nehme ich an mich. Was ich immer nicht weiß, war das hier? Oder war das das Item, wo ich vorhin geholt habe da drüben? Über der Brücke. Ne, da oben liegt noch ein Item. Da kam ich immer noch nicht hin. Habe ich voll den Weg vergessen? Ach ja, hinter mir auch noch einer. Vergaß. Keine Ahnung. So, da lang. Links rum. Da sind wir schon in dem Gebiet. Da ist auch schon. Mal, wir nehmen mal das zwischendurch. Wobei, wenn ich tot bin, muss ich hier eh nicht mehr hin, weil das sind die Seelen weg. Aber vorher kommen da so 1, 2, 3, 4, 5 nervige Dudes. Na, wo ist der erste?
Ja, komm, lass das mit deinem blöden Zauber. Hast du immer nichts anderes drauf. Und ich höre einen zweiten. Oder bin das bloß ich? Weil ich weiß, hier ist noch ein zweiter in der Nähe. So, tschüss. Geben trotzdem noch satte 2000 Seelen, die Jungs. Da hinten sind meine anderen Seelen schon. Aber warte mal, da ist noch einer. Da ist er, ich sehe ihn doch. Und der dritte kommt, der zweite kommt auch. Nee, nee. Einer reicht mir, ich will keine zwei. Nein, einer reicht. Ach, na komm. Ja klar, heilen auch noch. Das habe ich gern. Natürlich. Was ist, Boy? Was ist los? Tschüss. So, wo war der dritte Bund? Warte mal. Da kam ich. Da hinten sind meine Seelen. Na, wo ist der Dude? Na, da ist er. Na, komm her. Oh, Alter, was macht der Mensch Schaden? Junge, hör auf, mich zu verarschen. Was teilt denn der aus? Dein Ernst, Alter? Was teilt diese Kack... Egal, scheiß auf die Seelen. Wie gesagt, ich habe vorhin in der Stunde fast 400.000 Seelen gefarmt, wo ich gelöffelt habe heimlich. Scheiß auf die Seelen, komm. But. Ne, Moment. Ich muss immer noch hier bleiben. Wir gehen nur in die andere Richtung runter. Ich will nur noch schnell da runter gucken. Der Meinung bin, ich habe da unten auch noch was. Danke. Ja, na komm. Mit euch tippe ich mich jetzt gar nicht ab hier. Oder auch doch. Mensch, geh. Müssen wir einmal ganz ja, kommt wir durch hinterher, ganz da unten. Ganz nach unten. Einmal. Zweimal, dreimal und noch weiter runter. Einmal zum Bonfire. Und rein theoretisch sollten wir unten in Schattenstadt rauskommen. Ich hoffe es. Dass ich es nicht wieder verkackt habe.
stimmt, wir kommen jetzt erstmal bei den Drachen raus. Wir mussten ja an den Drachen vorbei. Oh, dem Drachental war ja nichts weiter. Ne, mit dem muss ich mich auch nicht abgeben jetzt. Wir könnten aber auch noch. Boah. Es ist ja auch noch der große Drache da oben. Aber ich glaube, da werde ich irgendwann mal sehr viele Pfeile brauchen, weil im Nahkampf habe ich auf den nicht wirklich Bock. Aber ich glaube, ich mache nicht viel Schaden, oder? Ne. Natürlich, ich könnte jetzt permanent hinrennen und den immer wieder eigentlich klatschen. Warum eigentlich nicht? Das machen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten. Wenn wir schon mal da sind, haben wir wenigstens mal kleine Dinge erledigt, auch wenn nicht allzu viel Progress. Warman. Ey, nichts anders machen als vorher. Nein. Böses Hundi. Ist wieder gut? Hast du wieder beruhigt? Danke. Gib Pfötchen. Ja. Kotzt dich ruhig aus. Stehe ich voll und ganz. Okay, das war nix. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich muss doch näher ran. Ich glaube, wir bleiben beim leichten Angriff. Habe ich nicht noch? Ja, kotzt du dir jetzt mal so aus? Ich hatte doch noch. Hatte ich noch? Nur, dass ich sie mal endlich verbrauche. Was ich die Fireball gerade verbrauche. Ja, da komm. Piu. Piu. Voll sinnvoller Schaden. Ach, nicht das Schild weg. Allerdings. Boah, ich probiere jetzt mal was aus. Ach, falscher Slot. Zum Kopf. Wo ist es denn? Ach, so viele Schilder. Da. Und da wollte ich das Ding mal ausprobieren. Alles. Wenn ich Pech habe, erwischt er mich. Okay, selbst wenn wir dann sterben. Shit happens. So, jetzt beruhigst du sie erstmal ein bisschen. Stimmt, scheiße, die Waffe kann kaputt gehen. Ach, das ist bloß Gift, mehr nicht. Mehr ist das nicht? Okay. Aber die Waffe will dich nicht kaputt machen. Wir machen es so wie vorhin beim Boss. Okay, einmal Gift ist nicht schlimm. Zieht uns auch nichts weiter ab. Das muss nicht runterfallen. Wahrscheinlich gibt der gar nichts hinterher. Ja, komm, es beruhigt dich. Na komm jetzt, chill deine Basis.
Danke. Okay, der alle Glück ist zu kurz. Was ein nerviges Teil. Stimmt, wir haben ja den roten Drachen eigentlich auch noch, ne? Ganz am Anfang der Stadt der Untoten. Der ist ja auch noch da. Bin er brav jetzt? Oh, danke. Na. Drachenstein. Toll. Drachenstein. Ich glaube, von denen haben wir doch schon einen ganzen Arsch voll, oder? Die brauchen wir doch bloß zum Drachenwaffen aufwerten, ne? Ja. Egal. Den haben wir jetzt auch auf der To-Do-Liste erledigt. Brot. Schlangenschwert 10. Mein Schild wieder rein. Dann gehen wir nach Schattenstadt zur Sphäre von Quellach. Ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, dass da das Tor war. Wo ich irgendwie die Meinung bin, ich glaube, ich bin komplett falsch. Stimmt, da müssen wir auch noch hin nach Neulondo. Aber ich glaube, da sollte ich noch nicht hin. Shit, bin ich total falsch gelaufen? Nee, oder? Nicht nach Schandstadt hier? Bin ich total bescheuert? Wo kamst du vom Nest des Drachen aus nach Schandstadt? Bin doch nicht doof! Ich bin jetzt wieder am Feuerbrandstein, oder? Ja, ficke dich doch. Es gab noch zwei Wege nach Schandstadt. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin doch jetzt... Okay, dann doch den Arschlochweg. Voraussetzt, ich finde ihn wieder. Arschlochweg. Das ist ja der Opfer alles. Ja, zu euch will ich gar nicht. Ich hoffe, wir finden den Weg echt noch. Na, komm her, Ratte. Komm her. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und ein bisschen Menschlichkeit. Moment, das war nicht da lang. Ich glaube, von der Leiter runter. Ach komm, ich kenne die mal. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Menschlichkeit. Natürlich nicht. Weil die Droprate einfach immens zu niedrig ist. Was ich aber auch nicht wusste, je mehr Menschlichkeit du oben, links oben bei der 00 ansammelst, umso höher werden deine Item-Block-Chancen, deine physische, magische Abwehr und so. Das wusste ich auch nicht.
Aber bei Tod ist halt alles weg. Und das kannst du, glaube ich, bis 30 ist das Maximum, was du stapeln kannst, wo es effektiv ist. Korrigiert mich alle, wenn ich wieder Scheiße erzähle. Stimmt, sag ich nicht nach Schandstadt. Wo ist denn unser Händler? Nicht da. Okay, dann gehen wir hier nach Schandstadt. Zwar jetzt wegen der arschige Weg, aber. Oh. Was wollen wir machen? Ich will einfach nur schnell nach ganz nach unten. Komplett nach unten. Mehr will ich gar nicht. Oh Gott, ist doch ist echt der Idiotenweg hier, ne? Komm, geh. Tschüss. In dein Ass. Tschüss. Ah, du auch. In deinen Pops. Du willst den, ne? Ja, natürlich. Tschüss. Jetzt höre ich ab, das Gift. Oh, du machst ja keinen Schaden mehr. Oh Gott, so langweilig. Ihm der Zunge aus meinem Rachen. Ich muss bloß ganz schnell nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Ja, kommt der hier, Giftspucker. Ja, kommst du hoch rüber? Komm her. Komm her. Tschüss. Oh mein Gott, die bewegen sich. Huh, hör auf. Da kommt da was, ich hör's doch. Dafür, dass wir. Kommst denn du jetzt her? Hallo, Schubst. Also der Mutti nicht so, dass man Fremde nicht schubst. Spinnst wohl, ey. Das da drüben haben wir auch noch nicht. Das Item. Boah, soll ich es jetzt gehen? Oh mein Gott! Wie lucky, Alter! Wie lucky war denn das? Ich habe ja nicht mal mein Leben mehr gesehen. Holy shit! What the fuck? Oh Gott, hör auf. Oh Gott, hör auf. Dich zu bewegen. Hör auf. Aber Hund. Feuerspeiende Hunde ist hier bitte wieder richtig. Aber ich will das Item da unten. Aber. Oh Gott. Will ich das wirklich? Boah, nee. Ich will doch nur ganz schnell nach unten. Ja klar, dummer Hund. Ich will doch nur schnell nach unten, nach ganz nach unten. Boah, sag mir nicht, ich komme hier nicht nach unten, sondern von der anderen Seite nur. Kann ich aber fast nicht glauben. Oh, okay, wir holen uns das Item hier doch. Menschlichkeit, yay. Oh, wie komme ich jetzt da runter? Ich möchte bitte nach ganz da unten irgendwie. Boah, da war kommt man von da drüben nach unten, ne? Wie komme ich jetzt auch von hier nach unten? Das ging doch auch.
Da ich den anderen Weg nicht gefunden habe, irgendwie. Ob sagt mir bitte, dass hier irgendwo eine Leiter ist, wo es nach unten geht. Komme ich hier echt nicht runter, ey. Oh mein Gott. Hör auf. Hier muss es doch runtergehen. Oh nö. Sehe nichts hier. Geht's hier echt irgends runter? Dann frage ich mich jetzt. Wo war der andere Weg? Ich war doch vorhin richtig. Ich will ja eigentlich nicht hoch. Ah, nee, ich bin doch richtig hier irgendwo. Ey, man, lasst mich ja mal, falls mal wieder abnippeln irgendwo. Ah, ich höre doch irgendwas. Oh. Boah, Alter. Okay, komm. Ah, da kommt der nächste Boy. Zwei Boy. Drei Boy. Einfach nur nach unten. Da geht's hoch. Ja, leider. Ja. Geh. Tschum, da lang. Da lang. Hallo. Oh! Ja gut, dass wir hier nochmal waren. Ein Adlerschild. Der mächtige Adler. Das darum springen überleben wir nicht. Hallo, nach unten, ich will nach unten. Och man, oh, kann doch nicht so schwer sein, ey. Ich bin schon wieder falsch, oder? Ich glaube, da hinten geht's runter. Irgendwo. Toll, was habe ich denn da alles übersehen? Sehr ekelhaft. Da ist er. Boah, musst du, dass ich hier was höre. Ah ja, ja, wenn man nichts sieht, ist scheiße. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Die kommen so bekannt vor, die zwei. Stimmt, da war der andere Eingang. Das geht doch hier runter. Mensch. Ich kann mich doch erinnern, dass es hier runter ging. Hier war der zweite Eingang. Okay, wir gehen mal da runter. Da lang, da lang, da lang. Oder ging es da lang? Ja, da ist leider. Allerdings waren ja hier auch die ganzen Mücken, die ganzen scheiß Mücken wieder. Egal, kommen wir schon durch. Boah, mittlerweile auch schon One Hit Wonder. One Hit Wonder.
Ja. Die Bücken. Ja, wo sind sie? Ich höre sie doch schon. Kommt her. Ich hasse diese Drecksbücken hier. Na wo denn? Ich höre euch doch schon. Komm. Da noch irgendwas? Nö. Ah, da kommen doch schon meine Lieblingsviecher. Ah, oh, komm, haut ab. Ihr geht bloß auf den Zeiger, ey. Lass mich los. Voller List und Tücke. Da kommt die Mücke, Mücke, Mücke. Komm her. Aber die Vergiftung, da kann man nichts machen, damit wir das Leben. Diese Scheißmucken leider auch. Aber wir waren ja im Wald, wir haben Gott sei Dank an die Giftmoslumpen gefarmt. In der Zeit im Bar. Und ich hoffe, uns gehen diese Steintypis jetzt nicht auf den Sack. Ich will nicht nochmal von vorne laufen. Ja, habt ihr schon gehört. Ich bin der Meinung, dass das da unten war und dass ich hier irgendwas vergessen habe. Oder zumindest gelesen habe, ich habe da was vergessen. Die werde ich definitiv nicht kennen, weil die Viecher sind einfach nur nervig. Das Gift auch. Angeblich soll ja hier irgendwas sein nach dem Ding. Angeblich. Aber ich habe doch hier nichts vergessen. Es hat geheißen hier nach Quedak. Ist was. Hier wieder. Hier ist doch nichts. Was erzählen die alle? Was erzählen die alle für den Müll? Ja, wir können jetzt hier weitermachen. Ja. Aber ob ich jetzt hier schon hin sollte, weiß ich nicht. Aber wo ist dann die dritte Tür? Die gelbe, wo ich gesehen habe. Geheimfall, war das dann hier?
Also war hier doch was. Also irgendwas, wo wir bitte Weg steht, ne? Ob reden? Ja. Was? Hey Junge, ich habe mehr Eier, wie du jemals dein Leben haben wirst. Ich habe keine Eier, sagt er. Hallo? Was man alles verpasst, wenn man nicht genau aufpasst, wenn man was nachliest, ne? Erst wieder rasten, gemütlich. Das ist doch der Boss, Quelak. Schaut genauso aus. Das ist eine Feuerhüterin? Der Eid, Diener des Chaos. Bin einfach mal alles an. Keine Ahnung. Was das bringt. Pyro, großer Chaosfeuerball. Okay. Menschlichkeit kann ich dir darbieten? Ich habe keine Menschlichkeit. Ja, wenn ich der Menschlichkeit darbiete, verstärkt sich ja bloß der Eid. Aber da ich gar nicht. Die Frage ist, da sie eine Feuerdienerin ist, kann ich sie auch killen? Zwecks Estus-Flakon verstärken? Was ich aber gerade nicht will, weil hier ist ja eigentlich ein sehr guter Feuerschreinsport. Pass auf, Verzweiflung. Ja, ich verzweifle auch manchmal. Da ist nichts. Wenn ich die jetzt aber kill, ist der Feuerbrandstein weg, ne? Aber ich habe gelesen, dass sie halt auch eine Feuerseele, eine Feuerhüternseele gibt, die man braucht. Aber die in der Nähe war doch noch ein Bonfire direkt ums Eck. Oder bin ich jetzt einfach nur a little bit... Ich kam vor darunter, ne? Ich will schnell mal gucken. Ja, ich sag doch, hier ist auch ein Bonfire. Also kann ich die eigentlich ganz getrost killen. Und ich hoffe, ich mache keinen Blödsinn. Ja, okay. Da ich ja die Feuerhüterseele möchte. Tut mir wirklich leid für dich, ich tue es ungern. Feuer ist aus, ne? Ja, tut mir sorry, aber anders geht's nicht. Jetzt kommen die ganzen Viecher, ne? Oh Gott, ich hasse die. Oh mein Gott. Nicht eskalieren, Würmchen. Bleib anständig. Tut mir ja leid. Eibeseitiger? Was willst du denn für Zeug? Entfernt Parasiteneier aus dem Körper? Oh my goodness. Ja, kann ich nicht mehr, weil ich das junge Fräulein leider getötet habe. Es tut mir leid.
Nee, eigentlich nicht, aber. Kann es sein, dass ich meinen Deadcounter zwischendurch wieder vergessen habe? Einmal. Ich bin doch schon zweimal abgenippelt wieder, ne? Wie ich den immer wieder vergessen habe. Kann ich jetzt eigentlich. Da fehlt mir wahrscheinlich. Da fehlt mir wahrscheinlich was. Pyro 2. Ah, da brauche ich Pyromagie auf 2. Oh, das ist ja nicht schlimm. Was mich jetzt eigentlich mal interessiert. Okay, wir haben 15.000 Seelen, was. Egal ist. Bei 5000 Seelen sind ja immer noch nicht viel. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wir probieren es erstmal so rum. Ich weiß, so viel spuckt Feuer. Wir sollten vielleicht die Feuerrüstung machen, aber Feuer spuckt es ja nur, wenn wir auf Range sind. Wenn wir nah ran gehen, haut uns die Tentakel um die Ohren. Wir gucken mal. Wir probieren jetzt noch 1, 2, 3 bei dem hier. Es klappt, klappt nicht. Wenn, dann mache ich sowieso Schluss für heute. Eigentlich wollte ich ja nur Smaug und Ornstein klatschen, was beim Second Try, ja, komischerweise jetzt super geklappt hat. Brauchst Bein. Ich habe 2. Du hast Info. Ich komme, mein Boy. Lavasturm holen. Ich komme, mein Boy. Holy shit. Du sollst auf ein Feuer zu spucken. Du sollst mich normal hauen. Normalo. Genau so. Hauen. Aua. Komm, ich soll aufpassen. Wegrollen hilft. Ausdauer generieren. Warten. Und wegrollen. So, 3 Schläge lang. Fängt Ausdauer weg. Warten. Und wegrollen. So, Ausdauer generieren. Warten. Und wegrollen. Was? Du. Hat der gerade zweimal hingehauen? Jetzt denke ich nochmal einen Schluck. Wenn der wieder zweimal hinhaut, sonst ist es Silver Grip. Ey, wir machen ja Progress heute ohne Ende, ey. Tschüss. Oh. What now? Ah, lol. Jetzt kommen wir ja durch. Menschlichkeit, Heimatknochen. Mehr nicht? Also, wir können das auch durch, ne? Und da liegt was. Und da liegt was. Oh. Ich wollte doch Schluss machen, Mann. Ich habe gesagt, 1 bis 2 Stunden. Und nicht länger. Hä?
spiele ich für 2 Stunden und 8 Minuten. Bin schon 8 Minuten über dem, was ich wollte. Ab jetzt kann ich aber, glaube ich, auch das Ding hier wieder ausziehen. Hoffe ich. Wahrscheinlich kriege ich gleich auf die Fresse. Das heißt, wir gehen mal kurz zum Feuerbrandstein hoch. Refreshen und steigen noch ein Level auf. Da gucken wir uns kurz die Armee Minotauren an. Na, hätte ich gesagt, mach mal einen Break. Haben schon verdammt viel erreicht. Ich glaube, das langt auch erstmal wieder. Ja, lololololol. Gesehen. Viele bunte Items. Oh Gott, dahin will ich gar nicht hin. Das sind... Ich möchte gar nicht wissen, was die aushalten. Ja, da ist ein Item. Da ist ein Item. Da ist eine Sackkasse. Gott, was bist denn du? Oh, ich glaube, ich kriege hier richtig auf die Fresse. Oh Gott. Was bist du denn? Oh Gott. Oh, shit. Hältst ordentlich aus, aber steckst dich viel ein. So, danke, Orientierungsverlust. Du kommst vor dahin. Bei dahin sind die. Boah, die. Da bist du an den Minus vorbei und ich gehe erstmal da lang. Da ist noch so, oh, 3, 4, 5. Das ist denn ja ernst, oder? 5 von denen? Wie würde aber einer reichen? Hallo? Komm, einer? Nur einer? Hallo? Nö? Okay. Oh my goodness. Oh mein Gott. Was ist denn das? Dich hinterhalt, das ist pfui. Es hält viel aus. Okay. Ich glaube, wir sollten hier auch viel später erst hin. Egal. Wir teilen. Ah, das wird auch jetzt immer größer. Ah, wir teilen zum.
Wo war das Spiel in Anor Londo? Ich will noch beim Spiel was gucken, dann machen wir Schluss. Schmied war. Ich glaube, ich muss erstmal wieder runter, ne? Ja. Das heißt ja Raid. Oh. Kali. Schön, dass ich die Oma sehe. Fludel, was heißt hier Raid? Wie die immer alle kommen, wenn ich kurz vorm Schluss machen bin. Das macht ihr doch mit Absicht. Ein Iderlein, ja, Kalilein. Ein Zwei-Mann-Raid. Du Fludel. Immer noch besser wie keiner. Hör auf zu heilen. Oh, du geh doch aus der Ecke raus. Mensch. Fludel, was heißt nur? Mal davon abgesehen, habe ich gestern gar nicht gestreamt, du Esel. Und vorgestern war das der Boss. Smoke und Ornstein, wie es unten drin steht. Ja, das war vorgestern, weil ich war gestern den ganzen Tag wegen Kopfschmerzen und Migräne flach gelegen. Ja, das war vorgestern. Ja, das war vorgestern. Und diese Deads, bis auf, ich sage jetzt mal, 5 Stück, was jetzt da waren, waren alle vom Boss gewesen. Ich habe dann vor lauter, weil ich so pisst war, ausgemacht. Ich war so angepisst. Dann habe ich vorhin so eine Stunde offline gefarmt. Ich habe, glaube ich, 13 Löffel oder was gefarmt. Das waren 400.000 Seelen. Dann habe ich den Scheißer wirklich beim Second Try gemacht. Ohne Witz. Und wir haben eigentlich in den 2 Stunden jetzt schon viel gemacht. Also viel mehr, als ich wollte. Eigentlich wollte ich ja nur den Boss machen. Dann haben wir noch einen zweiten Second Boss gekillt. Dann haben wir jetzt noch den Boss in den Druiden, Dämonen-Druiden gekillt. Alles First Try. Dann haben wir das DLC angefangen freizuschalten. Was haben wir noch gemacht? Jetzt muss ich euch mal unterhalten. Na, mache ich ja gerade. Mein Summer gemacht. Den Ornstein Smoke Boss Sif, den Nebenboss Summer gemacht. Das Dämonen-Kack-Ding haben wir nebenbei gemacht. Wie gesagt, alles First Try, komischerweise. Dann war ich am Aschesee, hab das Drachengroßschwert geholt. Was habe ich noch gemacht? Ja, der Lava-Boss, dieses Dämonen-Kack-Ding. Wie der Bot immer heimlich hinten rum ist, ne? Die Motte, ne, auch die Motte, die war schon lang, Fludel, schon lang. Die Motte ist schon lang, guck, da, Mondschmetterling. Ich sag, ja, Henker Smoke, Sif haben wir gekillt. Ich sag, ja, wir haben eigentlich ganz viel gemacht in den 2 Stunden. Ich wollte eigentlich nur den Boss machen schnell, aber nee. Da waren wir in Schandstadt, haben die Feuerhüterin gekillt, was ich zufällig jetzt gelesen und gefunden habe. Dann haben wir die Feuerhüterin in Anor Londo gekillt. Sprich, ich muss noch eine Feuerhüterseele abgeben. Dann haben wir unser Flakon schon auf plus 3. Ja, Schmieden kann ich, kräftig wie Bär. Was wollte ich jetzt bei dem? Konnte bei dem doch. Oh.
Ja. Ich konnte bei dem doch für die Sith-Seele was herstellen. Oder auch nicht. Ich wette, irgendwas fehlt. Schlangenschwert plus... die Keule. Das Großschwert von Artorias. Ist es das? Seele Wolf von Sif? War das das? Gibt es da keine Beschreibung dazu? Ja, irgendein Schwert konntest du da herstellen, wenn du später nach Neu-London musst. Abgrundgroßschwert. Die Seele von Artorias. Artorias ist das DLC. Mensch. Asche für Squin. Ja, das ist Endboss. Wendelin, habe ich auch noch nicht. Keine Ahnung, wo die ist. Seele des Manus. Keine Ahnung. Ach ja, und wir haben eine komische, hässliche Schlange bei unserem Feuerschrein gefunden, der uns dann verschluckt hat und irgendwohin verschleppt hat. Und ich kann jetzt zwischen den Bonfires teleportieren, weil durch, dass ich Smoke und Ornstein gekillt habe und ich bei der vollbusigen Gwennifer war, die anscheinend ein Kilo zu viel Silikon in den Busen investiert hat, kann ich dir gerne mal vorführen, von der haben wir das Herrschergefäß bekommen. Dadurch kann ich jetzt zwischen den Bonfires stellenweise teleportieren, was es ab jetzt um einiges erleichtert. Mensch, wir gehen mal zu der guten Silikonfrau. Kali mag dich kennenlernen. Oh, bist du da sicher? Wie gesagt, und durch das, dass wir ja jetzt bei der alten waren, haben wir ja auch diese verschlossenen gelben Tore freigeschalten. Im Grabmal des Fürsten. Grabmal des Fürsten. Grabmal der Riesen. Eins in Anor Londo. Und eins haben wir freigeschalten, wo ich gerade ums Verrecken nicht weiß, wo es ist. Halt, da lang. Da, Guinevere. Was war der schöne Klima noch offen nieder, oder? Die kann wortwörtlich mit ihrer Oberweite Nüsse und Melonen knacken. Ja. Eid leisten. Ach komm. Wir leisten ja wieder mal Eid. Meine Schönheit. Ja, ich würde. Klar, Flutel war klar. Ja, ja, diene mir, my girl. Ja, ja, bla 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 bla. Ich gehe hinfort, meine Schönheit. Warte auf mich, ich komme bald wieder. Oh Mann. Eigentlich wollte ich Schluss machen, wenn ich schon so viele Leute hier habe. Da. Aber in Anor Londo, weiß ich, war noch ein Gemälde, wo ich keine Ahnung habe, wo es ist oder was du damit machen musstest. Bleib hier. Ich glaube, das Gemälde ist auch noch so ein Nebenboss. Warum fahre ich eigentlich gerade runter? Ich bin auch ein Idiot. Ich frage mich immer noch, wo das dritte Tor ist. Aber ich gehe jetzt mal, ich bin neugierig. Wir zählen mal nach.
Komm ich da überhaupt noch hin? Ich habe doch die Feuerhydrin getötet. Oder komme ich jetzt woanders? Ja, das ist schon arschig, ne? Du kannst dahin podden, aber du kannst nicht mehr zurück podden. Das ist schon arschig. Boah, ich hätte das. Ich glaube, ich hätte das. Na wohl, man kann ja jetzt mal hinpodden. Wir gucken jetzt mal, wo wir da hinkommen in Anor Londo. Na, Bro, was geht ab? Weiterhin, der Weg ist jetzt frei. Mal gucken, wo wir hinkommen. Mittagessen. Boah, bist. Der wartet nur noch drauf, mich hier wegzuramsen. Gott, so einen haben wir doch in der Untotenstadt schon. 128, Entschuldigung, Flutel. Danke. Ich vergiss den Chess-Head-Counter. Ich muss mir echt so einen Memo-Zettel hinhängen. Ja. Du wirst mich ja gleich fett nerven. Was anderes erwarte ich nicht von dir. Oh Gott, der kriegt ja auch ein Damage. Ja. Nicht immer hinhauen, wenn ich gerade am Nicht-Blocken bin. Junge, der frisst ja. What? Der kriegt ja keinen Schaden, der Boy. Hä? Was war das jetzt? Also, verarschen, ey, oder was? Nee, lass es. Das kann dauern. Aber er ist Mini-Boss, der kommt nicht wieder. Kannst du mal warten, bis ich in Blockstellung bin? Du sollst. Böses Ding. Alter. Also. So, tschö. Es hatte einen ungerechtfertigten Tod wegen mir. Ach. Flutel. Leute, ein Reiskeilerhelm. What the. Lol. What the. Wie epic, Alter. Ohne Scheiß. So laufen wir jetzt rum. Hat Style. Wollte ich haben da, oder? Ja. Schweinebärmann. Und noch einer? Was ist denn da? Da zwei von denen da sind. Bleib mal kurz da stehen, ja? Hallo. Oh, der macht ein bisschen mehr Schaden.
aber ich kann nicht. Aber hier habe ich Platz. Ah, das ist ein Bonfire. Ah, lul. Puh, also darf ich hier nicht abnibbeln. Ja. Nein. Ist schon arschig die Stelle, ja? Bro. Nee. Na komm her. Tob dich aus. Hallo, entscheide mal für eine Richtung. Au! Du Penner! Ja, jetzt ist aber. Ich habe nur noch einen Flakon. Komm, hör auf mit dem Scheiß. Ja, eskaliert doch. Ja, nö, nö, nö. Bleib, wo du bist. Komm her. Jetzt nicht eskalieren anfangen, ja. Ist gleich vorbei. Danke. Ich gebe mir das Bonfire. So, mein Schwertchen wieder. Wahrscheinlich ist es wieder ganz oben, oder? Natürlich. Ist es irgendwo da oben? Da. Und das wieder nicht vergessen. Wegen dem ja. Nur für Notfall. Aber bloß 5 Flakons. Oh. Vor allem. Na, was schalten wir jetzt frei? Ein Aufzug, okay. Gott, schau ich scheiße aus, ey. Sieht voll bescheuert aus. Ach Gott, was kommt denn hier alles? Kristallviecher. Okay. Boah, ey, scheiß Bogenschütze, ey. Auch noch. Au! Okay. Auf jeden Fall die Flakons erhöhen auf 10. Bogenschütze ist schon ein bisschen arschig. Oh Gott, das noch. Boah. Komm du mal ein bisschen daher, wo der Schütze dich hinkommt. Und da hinten ist noch ein Zauberer und da ist noch so ein Kackding. Ach ja, weglaufen jetzt, ne? Das habe ich gern. Kommst du ja. Natürlich, jetzt wären wir unfair. Was ist das für eine Arschlochgegend? Ist klar. Junge, da in den Schaden aus. Huch. Gott, echt.
Danke, Hershey. Jetzt bin ich voll raus. Alter. Ich guck mal so nach rechts. Hershey, danke. Und ich sterb instant. Ohne Scheiße. Ey, denkst bitte nichts. Oh. Jetzt stimmt die 128. Nee, jetzt die 129. Danke, Kali. Nee, Kali. 129. Passt schon. Ich habe den Tod vorhin vergessen. 5 Flakons sind zu wenig. Verdient. Danke, Hershey. Danke. Das Bonfire war nur 2 Meter weiter. Kann ich leben mit. Ja, Flügel, dein unvorhersehbarer Tod war ein Tod, den ich wirklich vergessen habe. Ja, der Ziegengott. Ah. Er kann es nicht lassen. Ja, genau. Geh mal was arbeiten. Mach mal was Vernünftiges. Aufzug? Na, Aufzug. Ja klar. Pff, das, voll der Headshot. Das ist kein Bogenschütze, das ist Sniper. Du dreckiger, feiger Bogenschütze, ey. Okay, das ist eine Arschlochecke, also eine richtige Arschlochecke. Okay. Das ist eine richtige Assi-Ecke. Okay, bis 8 machen wir noch und dann mache ich wirklich Schluss. Ich habe noch was anderes zu tun auch noch, ey. Ja, komm her. Die austeilen, ey, für den Schaden, das ist echt eklig. Du scheiß Bogenschütze da oben, du nervst echt nicht. Es gibt etwas, das wichtiger ist als wir. Ja, es gibt ein, was wichtiger ist in meinem Leben, das wichtiger ist. Ein was. Komm, du dahin. Komm her. Na? Komm runter. Komm, Junge, komm runter. Muss ich dich immer betteln? Geh dann eben so schnell.
Das ist zum Kotzen, ey. Ich gehe jetzt erstmal durch den Zauberer holen, weil ich glaube, der Zauberer ist ein Miniboss. Zumindest war es damals in der Stadt der Untoten schon so. Dass ich jetzt durchgehe, den Scheiß da hinten wegmache, soll der eigentlich nicht mehr spawnen. Glaube ich. Aber mich interessiert immer noch, was das Gemälde in Anor Londo war. Ich glaube, ich muss das nachher mal googeln, was das Gemälde in Anor Londo ist. Ich habe keine Ahnung. Bin mir sicher, da war noch irgendwas. Weil wenn du Dark Souls nicht googelst, du findest nicht alles selbstständig raus. Ist einfach so. Hallo. Wie hat das den trifft? Also ein Mage und ein Bogenschütze ist schon... Ach, stimmt, da bist du da unten. Schön in deinen Ass, Freund. Tschüss. Wenn ich den dahin triggern, ja, vortriggern könnte. Genau, du, komm her. Dich will ich. Da kommt der Bogenschütze dich hin. Ja, da ist der andere. Genau. Du bist mir vor ins Gesicht gesprungen. Komm her. Komm her, mein Freund. So viele Seelen geben die gar nicht, dass sie so einen Aufstand machen. 400. Hä, doch Witz. Ach ja, jetzt kommst her, ne? Piss dich. Der Mage kommt ja nicht freiwillig her, kein Meter, der Feigling. Alter, wie viel da noch sind? Und du? Oh. Oh, da kommt noch einer. Zerstörter Anhänger. Was ist der zerstörte Anhänger? Na, mal gucken. Wenn ich in sicherer Entfernung bin. Und hoffe, da kommt nichts mehr. Okay. Ist das ein Ausrüstungs-Item? Zerstörter Anhänger. Zerbrochener Steinanhänger, stark verzaubert. Oh. Olasil, das war doch die... Die alte, die wir vorhin gemacht haben, unten als DLC-Beginn. Sollte man es mal merken, wir müssen nochmal zu der... hin, da es ja kein Ausrüstungsgegenstand ist, sondern ein Quest-Item. Vielleicht müssen wir da nochmal zu der alten hin. Vielleicht können wir damit das DLC triggern. Was ist denn... Dir geht's gut, ja? Dir geht's definitiv gut dahin, ne? Die Frage ist da noch... Ja, Bogenschützen. Oh lol. Da portet er sich einfach weg. Jetzt steht er da oben. Oh, da ist noch einer. Da kam er. Da unten ist noch einer da unten. Komm her. Wie viele hier sind? Huch. Ach, da kommst du ehrlich runter.
Hoffentlich warst du wirklich im Boss. Wo kommst du nicht mehr? Schaut mir aber nicht so aus, weil Mini-Bosse haben eine weiße Aura um sich rum. Hallo. So, war's das jetzt hier? Gibt's da was Interessantes da unten noch? Oh. Schaut nicht so aus. So, wofür jetzt der ganze Aufstand hier mit den 5000 Viechern? Ich höre doch schon einen Bogenschützen irgendwo. Natürlich höre ich einen. Am besten war rechts auch noch einer. Ne, da ist normaler. Komm her. Bogenschützen da. Oh. Langbogen. Hier geht's anscheinend wieder hoch. Da sind noch zwei. Was sind das für ein. Oh, meins auch, ich sehe das nicht, oder? Ihr bleibt da, oder? Tja, wie arschig, ey. Was ist denn hier jetzt? Lol. Vogel. Was eine Aussicht wieder. Ja, komm. Komm her. Jetzt halt echt nicht schwer. Bloß in der Masse nervig. Ja, ernsthaft, auch noch. Reicht genau aus, die Ausdauer. Bitte, bitte ein Kristall, das Schwert. Ich will doch einen Mimikopf. Mann. Kristallschild ist, glaube ich, das Scheißschild habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal. Gehen wir noch einmal rum. Ob auf der anderen Seite noch was war. Da fahren wir den Aufzug hoch. Na, war da noch irgendwas? Natürlich, aber eine echte Kiste. Schön Funkeltitanit. Yay, brauche ich nicht. Außer ich will meine speziellen Rüstungen oder Waffen upgraden. So. Okay. Okay, ich denke mal, der Hebel ist. Wofür ist der Hebel? Ist das ein Hebel? Keine Ahnung. Oh Gott, was bist denn du? Was bist denn du für ein Droffelkopter? Komm mal ein bisschen raus. Hier ist mir zu eng. Ich brauche Platz vor der Fight. Boah, wollte der mich gerade kontern, der kleine Scheiße? Junge, komm. Geh aus der Ecke raus. Junge, komm her. Immer diese Eckenkriecher. Willst du mich? Der wartet echt auf. Der kontert echt.
dein Scheiß ernst? Der wartet nur auf den Konter? Lol. Okay. Sehe ich auch das erste Mal. Sowas. Die Frage ist, komme ich da jetzt ganz schnell hoch, ohne dass mir irgendeiner von den anderen penetrant auf die Nerven geht? Ich habe keine Lust, die alle nochmal zu machen für eine Handvoll Seelen, die ich bei anderen Viecher innerhalb von ein, zwei Monstern kriege. Ob ich da einfach durchpesen kann. Ich habe da echt keine Lust drauf. Boah, so wie die Schaden auf sein, glaube ich eher nicht. Shit. Kein Bock, die alle nochmal zu machen. Boah, lol. Ich glaube, ich komme da so nicht durch, ey. Bis ich da oben bin, bin ich ja RIP, ey. Geh mal weg, du versperrst mir den Weg. Danke. Na toll, der Aufzug ist da. Ah! Komm ich an den Aufzug ran? Wie geht jetzt den Aufzug runter? Das finde ich nicht nett, Gott. Ja, dann ein bisschen ungeil, Gott. Wie gehe ich den Aufzug jetzt von da oben runter? Ja, hört auf zu eskalieren. Oh Gott. Eine halbe Etage sind im Meer. Ist der Hebel hier rechts? Ah, da oben ist der Hebel, siehst du? Oh, das muss ich warten, bis der auch runterkommt. Oh Gott. In der Sequenz kriegt man eigentlich keinen Schaden normal. Das ist schon ein bisschen arschig von euch, ne? Oh mein Gott, geh weg. Geht mal aus dem Weg hier. Boah, da kommst du nicht durch, wenn die hier stehen, ne? Nein. Ich habe keine Zeit für euch. Ihr kommt nicht hinterher. Bitte, bitte, bitte nicht. Fahr schnell hoch. Was kommt denn der? Niemand. Huh! Easy. Jetzt kommt dieses kleine Kackstützle wieder, ne? Also, wenn der nichts macht, nicht hinschlägen. Hinschlägen, ja, hinschlagen, weil der echt nur auf Konter aus ist, der kleine Drecksack. Da gibt der uns das Backstep vom Fach. Was du kannst, kann ich aber eigentlich auch, ne? Weißt du? Siehst du, das kann ich auch, du Arschloch. Ah, was du kannst, kann ich schon lang. Penner. Das war echt unglücklich, ich hatte eigentlich gar nicht kontern. Oh, shit. Bleib hier! Na, hör auf ihn zu hauen. Nein, komm her. Nice. Ach, ich glaube, zu ahnen, wo ich hinkomme. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Weil ich weiß, dass Sess der Schuppenbloße in der Kristallhöhle haust. Ich kann wetten, der ist da jetzt drin. Ich sag's doch gerade noch. Oh nö!
Und ich meine mich zu erinnern, du kannst den beim ersten Try gar nicht killen. Ja, ich bin nämlich dabei, du kannst den gerade jetzt beim ersten Mal gar nicht killen. Weil du kommst ja nicht mal hoch zu ihm. Okay, wir wissen, wo Seth ist. Okay, wir wissen. Moment. Wo bin ich jetzt? Ja, aber ich... Flutel, das schaut mir gescriptet aus. Weil ich bin jetzt da, wo ich vorher nicht war. Und das Leuchtfeuer konnte ich anzünden. Och, nicht schön, diese humanoiden Echsen. Ja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Verschlossen. Hey, mach mal auf. Arsch. Ernsthaft? Oh Gott, ja. Wie random einfach. Wo bin ich denn hier, ey? Oh mein Gott. Cthulhus. Call of Cthulhu. Ja, dein Kollege ist tot. Wo willst du? Hallo? Ich bin hier? Hallo? Wo wollen die hin? Haben die keinen Bock mehr? Oh, ich komme die Cthulhus hoch. Wie gesagt, ich mache jetzt hier eh einen Break, aber... Ach, ihr geht nicht an mir vorbei, ne? Ihr mögt mich anscheinend. Die halten ja alle nichts mehr aus. Was ist los? Oh, komm los, Cthulhu. Aber... Ach, jetzt kommt, ihr steht da oben und guckt dumm. Oh, wow. Deswegen sind die so low, aber weh, die erwischen dich. Gucken wir noch da hoch. Gehen wir zur Bonfire, machen nochmal ein... Ja, ich weiß, weh... Natürlich, weißt du erst hier nerven? Komm runter! Geh wieder hoch! Wollt ihr mich. Jetzt seid doch dumm wie Brot, ihr zwei! Ich komm da wieder hoch, oder? Verschlossen. Na geil. Und ihr? Da bleibt da unten. Hä? Wo ist hier das hin? Ach, ja, klar, natürlich. Egal, ich hab gesagt, wir machen einen Break jetzt. Mensch, hab ich viel geschafft in 2 Stunden. Puh, 3 Stunden inzwischen, Entschuldigung. Was 134? Ja, hast du. Habe ich was? Habe ich schon wieder Tod vergessen dazwischendurch? Habe ich schon wieder was vergessen? Jetzt gerade nochmal? Stimmt voll nochmal. Wächst einer, der aufpasst. Danke, Flutel. Ich vergesse ihn. Ich muss mir hier ein Ding hinhängen. So ein Memo-Zettel. Dead Counter. Ganz groß.
Ja, ich muss den immer manuell drücken, der geht nicht automatisch. So, jetzt muss ich schnell was gucken. Okay, hier ist gerade... Moment. Moment, ich muss schnell was gucken. Ach nee, falsch geschrieben. So. Ich... Da ja uns mein lieber Boy Galaxy gerade streamt, sehe ich gerade. Und ich ja nette 5 Leute beim Zuschauen habe oder mehr. Keine Ahnung, weil der Zähler macht immer, was er will. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Weiter geht's definitiv am Sonntag. Eigentlich wollte ich ja heute nicht, aber ich hatte Bock. Ich wollte meine Dinge ausprobieren. Wir haben viel mehr geschafft. Galaxy wird mich gleich verprügeln, wenn ich ihm sage, was ich alles geschafft habe. Er wollte eigentlich zugucken. Muss er nachgucken. Hat er keine andere Wahl. Sonntag geht's weiter. Wir gehen rüber zu Galaxy. Ja, der spielt eh so, habe ich gesehen. Und wir überraschen mal. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir hören uns am Sonntag wieder. Bye, bye. Na, funktioniert wohl nicht.